Willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute mal ein bisschen, ihr seht schon, ich bin ein bisschen mit dem Longboard rausgefahren, wie ihr wahrscheinlich auch gerade schon gesehen habt. Wie sich viele schon gedacht haben, heute das FAQ. Ich fange jetzt einfach direkt mal an. Hier draußen beantworte ich so 4-5 Fragen und drinnen auch nochmal so 4-5. Und zwar vom lieben Skillshots. Ihr kennt den wahrscheinlich schon aus dem letzten Video. Hey Steven, ich habe da mal eine Frage. Wie lange brauchst du so für deinen Schnitt und was gefällt dir am meisten daran und was am wenigsten? Im Schnitt so brauche ich jetzt zum Beispiel bei dem Unboxing-Video habe ich jetzt, glaube ich, so 6-7 Stunden gebraucht. Und für so Gaming-Videos mir, by the way, auch nicht so Spaß machen zum Schneiden, weil es einfach immer so einheitlich ist. Deswegen kommen auch so wenig Gaming-Videos. Brauche ich so 3-4 und für so normale Vlogs so auch 4-5 ungefähr, die gut bearbeitet sind. Am meisten Spaß machen mir natürlich diese aufwendigen Videos, wie zum Beispiel Kurzfilme, weil ich da meine Kreativität einfach freien Lauf lassen kann. Was mir im Schnitt am meisten gefällt, ist die Kreativität reinzubringen, zum Beispiel verschiedene Stellen mit verschiedener Musik sozusagen zu bearbeiten. Und was mir daran am wenigsten Spaß macht, sagen wir mal so, die Redestellen zum Beispiel in Vlogs machen mir am wenigsten Spaß, weil die einfach so langweilig sind teilweise und ich muss da so ein bisschen Spannung reinbringen. Und das Beste sind dann natürlich die Cinematics im Video bzw. im Vlog. Das macht natürlich am meisten Spaß, wenn man da einfach komplett kreativ sein kann. Ja, das macht mir im Video am meisten Spaß und ja. So, nächste Frage jetzt auch nochmal hier. Energie-TV fragt, wann kommt wieder FM oder FIFA? Das ist eine gute Frage. Ich hatte mir überlegt, bzw. nächste Woche kommt ein FM-Video, was so ein... Ich habe halt alles gespielt auf einmal bis zum Saisonende und daraus kommt so ein Best-of, was passiert ist und alles. Danach wird hoffentlich wieder in der dritten Liga angefangen, in FIFA. Weil ich wollte so machen, ich komme in FM von vierte in die dritte und dann will ich in FIFA weiterführen, von dritte natürlich in die erste. Und das soll dann ab nächste Woche wieder losgehen. Kommen wir zu einer kleinen Trollfrage, I think. F unten. Heißt du Steven oder Steffen? Natürlich, wie man schon im Namen sehen kann, Steven. Und dann nochmal von ihr, Hashtag Fragzeit, welche Farbe haben deine Haare demnächst? Eigentlich gar keine, aber ich habe mit einem Kumpel aus der Schule ausgemacht, wenn Osnabrück aufsteigt, muss ich mir meine Haare violett färben, nach den Vereinsfarben, aber mit so einer Farbe, die nach anderthalb Wochen rausgeht. Und andersrum, wenn die nicht aufsteigen von Cottbus, muss er die Haare rot färben. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir fahren jetzt einfach directly wieder los zur nächsten Stelle, wo ich die nächsten Fragen dann beantworte, weil ich wollte es dieses Jahr einfach so machen, dieses Mal, dass ich das so wie im letzten Video mache. Letztes Video hatte ich ja das draußen gemacht, aber das war nur in einem Place. Habe ich gedacht, ich fahre so an zwei Places draußen, weil es arschkalt ist, nur zwei, sonst wären es mehr. Und ja, soll ich mal sagen, wir fahren los. Und da sind wir auch am nächsten Ort angekommen. Uiuiui. Hier ist ganz schön. So. Und zwar einmal von Simon, aka Smasher XTV. Erstens ist das das alte Drohnenvideo von damals. Ja, ich wusste nicht, was ich in dem. Ihr sollt Fragen schnell dran nehmen soll. Es war eben vom Handy schnell, damit ich schnelle Fragen zusammenbekomme. Weil euch das letzte Mal gefallen hat. Deswegen dachte ich mir, ich mache das nochmal. Und die nächste Frage von ihm ist: Was willst du mal werden, beziehungsweise in welche Richtung Beruf gehst du? Ich hatte mir lange überlegt, ich will zum Zoll gehen. Das hatte ich dann aber wieder gestrichen, beziehungsweise ich bin noch dran, aber nicht mehr so heftig. Weil. Ich habe gefunden, worin mir der Spaß liegt und das ist nicht beim Zoll, beziehungsweise die Richtung gefällt mir schon, aber ich will eher so in Richtung Mediengestaltung gehen, heißt irgendwie für einen TV-Sender zum Beispiel Kameramann machen, irgendwo Redakteur sein oder insgesamt was mit Kameras machen, mit Kamera, mit Ton, beziehungsweise auch mit Schnitt, dass ich zum Beispiel für eine Kamera, dass ich dann für einen TV-Sender oder was weiß ich, zum Beispiel Videos schneide. Mediengestaltung heißt das, glaube ich, zum Beispiel bei RTL kann man das machen, sowas zum Beispiel möchte ich im Endeffekt machen, aber was man dabei sagen muss, ich bin mir noch nicht zu 100%ig sicher, also gebt euch da keine 100%ige Sicherheit drüber. Es kann auch sein, dass ich später zum Zoll gehe, weil das Gesamtpaket steckt. Next question kommt von Fabian und zwar Hashtag Fragzeit. In welchen Dingen möchtest du dich selbst verbessern? Das ist in ganz vielen Dingen. Zum Beispiel bin ich mit meinem Schnitt nicht immer zufrieden, beziehungsweise so zufrieden, wie ihr es denkt wahrscheinlich. Darin vor allem im Fußball möchte ich mich verbessern. So, ja, YouTube-Fußball, da geht immer ein Ticken mehr. Und in der Schule natürlich, da geht auch immer ein Ticken mehr. Obwohl ich jetzt dieses Jahr das beste Zeugnis hatte, was ich je hatte, seit der ersten Klasse. Also sowas halt, man kann sich in allen Dingen verbessern.
kann. Es gibt jetzt keine grundgenauen Dinge, die ich jetzt nennen würde. Aber noch eine tolle Frage, und zwar, oder eine tolle Sache. Finn aus meiner Klasse schreibt erstmal, ja, wenn du die YouTube-Kommentare löscht, die er geschrieben hat, ja, weil die einfach unnötig waren, dann bricht er mir zwei Rippen. Dann mal viel Spaß. So Leute, willkommen jetzt hier zurück. Ich bin jetzt wieder zu Hause, aber ja, es gibt ja noch zwei Fragen und ich möchte noch was ändern, aber ihr seht ja gerade, warum habe ich das Bild so dunkel gemacht? Ich möchte nämlich jetzt was austesten, und zwar hat Jorik mir ja schon seine GoPro geliehen. Und zwar ist das dieses schöne Ding hier. Die GoPro Hero 4 hat er mir geliehen, und zwar hat er mir ein Ringlicht mitgegeben. Das möchte ich jetzt einfach mal austesten. Wir machen das jetzt einfach mal im Video an. Die erste Stufe, die zweite und die dritte. Hui. Und ihr seht auch schon diese Ringe hier in meinen Augen. Da. Und das ist halt dieser Effekt von diesem Ringlicht, und ich möchte mir jetzt auch so eins holen, weil ich meine, guck mal, wie viel das jetzt hier vom Bild aus oder verhält. Und jetzt nochmal von Fabian. Hashtag fragst halt, wie zufrieden bist du mit dir selbst? Momentan bin ich echt zufrieden mit mir selbst, weil ich auch in der Diät bin. Sieht man mir jetzt vielleicht ein bisschen schön an. Ich habe schon 3,5 Kilo abgenommen. Und ja, das möchte ich momentan noch an mir selbst verbessern. Und ja, so zufrieden mit mir selbst. Gute Noten geschrieben bis jetzt. Und ja, momentan kann ich nichts kritisieren. Jetzt komme ich, finde ich, zu mit den besten Fragen. Und zwar von Koshiro, von Julian. Hashtag fragst halt, was sind deine Pläne für die Zukunft? Für die Zukunft sind auf jeden Fall einige Pläne im Bereich Cottbus, diesen Kurzfilm zu drehen mit René. Und auch zu mehreren Auswärtsfahrten zu fahren und zu den Heimspielen und alles drum und dran. Das ist da, das ist der Plan, dann natürlich einen guten Abschluss dieser Klasse zu haben in der Schule. An Videos, natürlich ganz viele Kurzfilme, die ganzen Projekte, die ich euch schon aufgezählt habe in den anderen Videos, beziehungsweise in dem anderen Video. Und ich möchte mir zu Ostern noch einen Gimbal kaufen, damit meine Videos nochmal besser werden, damit ich die privat auch so ein bisschen nutzen kann. Und mein Ziel Ende des Jahres ist dann auch, weil ich 18 werde, ein Auto. Und natürlich meinen 18. Geburtstag feiern. Sonst habe ich eigentlich keine wirklichen Ziele. Ich denke mal ganz normal. Wie ein Jugendlicher halt. Was zockst du im Moment für Spiele? Rocket League, wieder GTA vermehrt, vor allem mit Lukas. Und im Moment spiele sonst noch eigentlich nichts mehr. Wir haben Minecraft ab und zu noch mal so mit, nur mit ein paar Kumpels, da macht es noch Spaß. Vor allem mit Fabian Ender Games ist nice. Spaß am Drehen und Schneiden. Schneiden natürlich, dass man seine Ideen rauslassen kann, wie man will, dass man sozusagen seine Ideen freien Lauf lassen kann, dass man alles reinbringen kann, was man will, dass man nichts vorgeschrieben bekommt, sondern dass man das macht, worauf man wirklich selbst Bock hat. Und wenn ich natürlich am Drehen bin, habe ich auch Bock, die Sachen ganz umzusetzen, und das macht mir halt am meisten Spaß, diese Ideen reinzubringen und die dann auch umzusetzen und dann vor allem zu sehen, wie kann ich die umsetzen, passt das mit meinen Vorstellungen, das macht einfach am meisten Bock. Was für Kameras kannst du mir empfehlen? Wenn ich mir selbst gerne eine kaufen würde, die nicht zu teuer ist. Ich weiß jetzt nicht, was du unter zu teuer meinst, beziehungsweise welchen Bereich du damit bedecken möchtest. Ich hätte dir da jetzt meine empfohlen, natürlich die Sony Alpha 5100, die hat aber keinen Mikrofoneingang, weshalb ich das mit dem ganzen Handyzeug jetzt hier noch ein bisschen umgehen muss. Oder halt, wenn ich dir am meisten empfehlen könnte, um die 500 Euro herum. Das ist für mich günstig, weil für eine Kamera musst du halt was ausgeben. Die ganzen YouTuber-Kameras, die Oscar auch hat, ich kann hier oder hier einbinden, ich weiß gerade nicht, wie die heißt, die auf jeden Fall. Und die Sony Alpha 6000 kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Natürlich darauf kommt an, was du machen möchtest. Wenn du Videos machen möchtest, immer Sony Alpha. Die kannst du immer weiter erweitern. Die Oscar hat, kannst du nicht erweitern, weil die einen festen Objektiv hat. So eine halt auf jeden Fall. Ich kann da noch ein paar reinpacken in die Beschreibung. Und an sich feiere ich deine Videos mit deren Qualität. Das ist echt nice. Mach weiter so. Ich danke dir auf jeden Fall. Danke auf jeden Fall nochmal an Jorik, der mir die ganzen Sachen hier gesponsert hat. Ich packe euch seinen Kanal unten in die Videobeschreibung. Ihr seht schon hier, wie heftig hell das ist und wie heftig diese Ringe in meinen Augen hier reflektieren. Und zwar ist das die Trollfrage des Jahrhunderts. Ich beantworte dir jetzt mal aus Spaß, so, nimm das nicht an. Bernd oder Björn Höcke? Ich würde schon am besten beide nehmen, oder? Was hältst du von ihm? Super Typ, echt perfekter Typ. Was hältst du vom Brexit? Ist auch ebenfalls das Beste, was es auf der Welt gibt. Denkst du, dass AKK beliebter wird als Merkel? Ja, ich denke mal nicht, nee, das wird die nicht toppen können. Glaubst du, dass es in 10 Jahren die AfD noch gibt? Ja, leider schon. Was hältst du von dem Produkt Rattenball? Ist der beste Fußballverein, den es in der Bundesliga gibt. Tradition seit 2009, damit kann kein Club mithalten. Was hältst du davon, dass die Abiturprüfung von den Bundesländern gestellt wird und nicht von dem Bund? Ist das nicht unfair? Finde ich auch. Mensch. Ja, ich würde sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich versuche das heute noch zu bringen, weil ich nehme es am Mittwoch auf. Aber ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Mach's gut und tschüss.